Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Gas Station Simulator. Und ich sehe gerade, meine Bestellung kommt von der Reife, bla bla bla, sonst irgendwas. Als Reibe. So, wir müssen euch irgendwann nochmal zusehen, dass wir mal jetzt bald einmal zum Ende kommen hier. Das heißt, wir brauchen, also ich höre mal definitiv nicht auf, bevor sämtliche Dinge ihr Endstadium erreicht haben. Das heißt also, Tankstelle-Level und was weiß ich was alles noch. Also das muss definitiv noch fertig gemacht werden. So, der hat nichts, der hat nichts, der hat auch nichts. Der hat nichts. Ich glaube, Autobatterien habe ich da vorhin noch. Ne, habe ich auch keine mehr. Mhm. Also, Autobatterien hat er noch mehr als genug. Das passt. Die Regale sind auch relativ voll. So, der erste haut ab. Zweite haut ab. Die Sauhammel nicht immer so viel Dreck machen würde, ne? Also mal warte, bis der letzte auch noch abhaut. Der ist an der Tanken. Was mache ich dann? Was mache ich dann? Mach ich immer so lang, wie der da draußen noch beim Tanke ist. Hier mal weiter. Saubere Sache, gell? Nächster. Ah, eben ruht er sich aus. Den habe ich gerettet. Geilo. Jetzt tun wir die Kelle erst einmal bezahlen. Wir müssen warten, weil ich... Aha. Moment. Moment, Moment, Moment. Du gehst tanken. Du gehst Autos reparieren. Und du gehst an die Kasse. Und ich mache mir wieder einen faulen Lenz daneben. Waschanlage läuft halt natürlich von alleine, ne? Das ist natürlich richtig geil. Also mal gucken, kriege ich da dafür dann auch.
150. Für das, dass ich nichts gemacht habe. Das ist natürlich immer richtig geil, oder? Das ist der Hammer. 150 für jedes gewaschene Auto und ich mach nichts dafür. Das ist der Brüller. Das ist der absolute Brüller. Ich meine, im Moment mache ich ja auch nicht viel, ne? Könnt ihr mal gucken. Dekoration, da hab ich ja vorhin was geholt gehabt. Da haben wir was. Genau das Skelett wollte ich mal holen. Jo, Mann! Guck dir das an! Errungenschaft! Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. Den nehmen wir auch noch mit, der sieht schön aus. Hängend. Oh, den nehmen wir auch noch mit, komm. Wir gucken, wo wir den Scheiß jetzt hinhängen. So, richtig nice. Der ist zum Aufhängen, ne? Mit den da oben irgendwo hängen, oder wie funktioniert denn das? Hm. Der ist bestimmt außen irgendwie, oder? Nee. Geht nicht. Cool. Lass mich raten. Natürlich. Voll. 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 Oh, mal von denen hin. Voll. Diese blöde Fickgurke. Hau bloß ab, du Arschloch. Party Aliens! Wo rennt denn der jetzt schon wieder hier? Ist der doch ganz dicht oder was? Kasse reparieren, also für was? Autowerkstatt. Nicht Bezahlung. Die Umleprämie. Was fehlt jetzt? Autowerkstatt, ne? Oh, warte mal. Reparieren. Kasse. Ach, tanken habe ich vergessen. Ha, gut, mal dieselbe. Kein Problem. Machen wir alles. You're joking, right?
What the fuck? Null. Ich hab keinen Sprit mehr. Leck mich doch am Arsch. Warum sehe ich denn das keiner? Kaufen wieder die ganze Lade leer. Jetzt muss ich halt warten, bis der Depp von mir mit meinem Sprit kommt, ne? Jo, 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 läuft wie eine Eins. 5.700. So, Obi guckt. So, 7.500 kostet die Tankstelle Level irgendwas. Komm, heute noch! Läuft. Ich glaube, jetzt kann ich an die. Gut. Läuft wieder. Ach, der steht ja noch da an der Kasse. Gut, okay, Bassjob, Bassjob, Bassjob. Der hat auch genug. Siebeneinhalbtausend kostet es. So lange müssen wir jetzt halt einmal warten, ne? So, die Party Aliens haben wieder alles leer gekauft. Szene, Dommelbohr, da noch neu. So, der ist auch voll. Den tun wir neu, den tun wir neu. Gut. Es ist unglaublich. Was die an Getränke kaufen, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Jungs. ...7.100. Wir haben jetzt die Regale voll. Dann
Sprit ist voll. Das heißt, wir werden jetzt definitiv, dann, sobald wir die 7500 haben, die komplett auf Stufe 6 oder 7, keine Ahnung. ...7240. Nummer 150, danke. Mal gucken, was haben wir... Das blöde Ding, wo hängt man das hin, verdammt? Das ist zum Hinhängen, das weiß ich, aber wie? Wird das da oben irgendwo drauf hängen oder so? Keine Ahnung. Da geht nicht, da geht nicht. Zum Platzieren, linke. Aha! Da hängt er also! Eine blöde alte, verfickte Uhr. Ich raff's nicht, wie. L-Shift Fast Rotate drücken. Das ist doch echt zum Kotzen mit dem Ding, oder? So, wir haben unten Tankstelle. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das Ding noch weiter hochgeht, ne? Maximallevel erreicht. Maximallevel erreicht. 4000. Also brauchen wir noch 4000 und dann haben wir das Ding. Und das ist auch Maximallevel. Also wir kommen langsam, aber sicher Richtung Ende. Jod. Dreimal Kraftstoff. Genial! Der Kerl, der geht mir so auf die Eier mit seinem Scheiß da, ne? Also 4000, die werden wir wohl irgendwie noch hinkriegen in den nächsten paar Minuten, oder? So, Kasse und Auto reparieren. Der Anna ruht sich aus. Das ist in Ordnung. Die anderen drei sind schon wieder fit zum Schaffen. Ich probiere das jetzt nochmal mit der Wandstreiche da. Was auch immer da jetzt auf mich zukommt. Keine Ahnung. So. Die sind den. Oh, mehr Stände drüber. Der war schon ein bisschen länger. Wieder 38 Dollar. Und nochmal 27 Dollar. So, 1600. Das ist natürlich nicht viel, ne?
Die repariert noch schön drüber. Da müssen wir jetzt auch mal gucken. Reife. Gerade noch so. Spiegel nehmen wir auch schon wieder ab. Haben wir noch. Ja. Oleg. 20. Kratzerentferner. Ammel 10. Und was war es jetzt noch? Autospiegel, genau. 10. Nicht genügend Geld. Auch nicht. Immer noch nicht. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ach komm! Ja, ich würde sagen, Stau auf der Autobahn. Moment. Das Geld nehme ich nur mit. Doch nicht in. Oh, anscheinend hat er sich gelöst dahin, ne? Aha. Ja, fick dich doch! Ist das dein Scheiß Ernst? Schön geputzt. Respekt. Zwar nicht besonders viel, aber egal. Lagerhaus. Ich bin ja schon dabei. Fahrt mit dir, komm. Wasserdruck ist schon wieder. Hin damit. Hin damit. Und hin damit. Komm, dann mache ich auch mal schnell wieder ein Auto. Schon lange keins mehr gemacht. Vorne rechts, wie immer. Oh, wie geil. So. Leck mich doch am Arsch. Gut, Spiegel ist in Ordnung. So. Immer wieder gern. So. Wasserdruck niedrig. Werkstatt, 3 Kraftstoff. Moment, erst mal tanken, das ist wichtiger. Da kriegt man schnellste Geld mit. Thank you.
Bitte schön. So, ihr Bube. Angestellte Bezahler. Du. Danke. Du. Autos. Und du. Bediene eine Kasse. Und ich gehe dann ab und mach den blöde Mist vom Wasserdruck. Schon wieder. Gibt's doch keinen Knopf da oben an dem Ding, dass man da einfach drauf drücken muss und das geht dann von ganz allein? Aber nee, ich muss ja jedes Mal da nun rennen. Schon wie erledigt. Normal fängt das Ding jetzt auch gleich wieder an. So. Müssen aber langsam mal wieder... einen Cut reinmache hier, ne? Was mit dem nehmen wir noch mit? So, einer geht tanken, Kasse und reparieren. Jawohl, so ist es brav. Dieses Automatik-Ding da nicht. Hm. Machen wir halt selber, komm. Warum das Automatik-Ding jetzt nicht angegangen ist, keine Ahnung, ey. Mir wascht. Gott, nimmt das jedes Mal alles rum oder was? Da hat der Miete drin aufgehört und möchte einfach nur nicht weiter. Junge, es ist doch alles sauber. Ist doch gar nichts mehr, ey. Doch auch noch gucken oder was?
Ja, was soll ich da nochmal? Das Ding ist sauber! Jungs! Muss doch funktionieren. Schweinerei. Irgendwie ging das jetzt nicht. Wie wurscht, ob der Karre daneben festhängt. Nicht mein Problem. Wenn zu blöd ist zum Autofahren, kann ich ihm auch nicht helfen. So. Gott, Gott, Gott. Da einer hin, da einer hin und da andere paar. Passt. Doni ist full. Brille full. Full, full. Voll. Voll. Alkohol fehlt mir da noch. Und muss das nächste Mal machen. Juckt mich nicht. Wir haben jetzt 4200. Das heißt, wir prügeln das Ding jetzt dann auf. Yo, 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 yo. So, damit haben wir alles. Jetzt geht's ja praktisch nur noch um. Ausruhen, ausruhen, also tanken, Kasse reparieren, die anderen ruhen sich all aus. So, Zeitungen, bitteschön. Also mir bräuchte definitiv Teddybären, Alkohol, Teddybären und Alkohol. Das bestellen wir schnell noch. Teddybären. Are you trying to scam me? Alkohol. So. Schicken wir das mal raus. Der tankt, das ist gut. Werkstatt stand 2. Waschanlage läuft anscheinend wieder. Da muss man anscheinend dann immer wieder gucken. Es läuft, läuft, läuft. Und wir machen hier jetzt definitiv wieder einen Cut rein. Ich bedanke mich natürlich bei euch wie immer fürs Zuschauen und wir kommen langsam aber sicher Richtung Ende von Gas Station Simulator. Mal gucken, wie lange ich noch mache. Ich weiß es nicht genau, müssen wir mal gucken. Aber Fakt ist, hier ist jetzt für dieses Video definitiv mal Feierabend. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen.
ich sag hier an dieser Stelle Tschömini, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.